Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute machen wir mal einen Salat. In der vergangenen Folge war es ja alles etwas fleischlastig und da hatte ich ja schon gesagt, dann um das kosmische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, widmen wir uns heute mal ein bisschen dem Gemüse. Und weil wir ja in den vergangenen Folgen auch ein bisschen bei der griechischen Küche waren thematisch, habe ich mir so überlegt, dass ich für euch einen griechischen Salat mache. Manchmal auch benannt als griechischer Bauernsalat. Ist ein sehr einfaches, schnelles Rezept. Und jetzt, wenn ihr das bei Erscheinen hört, ist ja Sommer und wenn es nicht gerade regnet, dann grillt man ja doch erstmal auch hin und wieder gern mal ein Stück Fleisch. Und da passt so ein Bauernsalat ganz gut dazu. Was ich jetzt hier als erstes mache, ist Zwiebeln schälen. Ah, hier ist schon eine ein bisschen weich. Die nehmen wir mal nicht. Also optisch und auch vom Geschmack her am schönsten sind die roten Zwiebeln. Auch okay sind Schalotten. Die sind ja sowieso irgendwie die feinsten. Und ich habe jetzt gerade nur die da. Und die verwende ich dann auch. Aber in den meisten Rezepten, die ich mir so kurz angesehen habe, werden die roten Zwiebeln genommen. Ich denke hauptsächlich, weil es halt in einem Salat auch sehr hübsch aussieht. Dann schnappe ich mir hier mal eine Salatschüssel. So. Ich nehme mal eine aus Metall. Denn ich werde es ja für das Foto nachher schön anrichten. Und ich meine, ich hätte das schon mal erzählt, aber ich will auch nicht immer sagen, dass ich Sachen schon erzählt habe, weil Redundanz ist gut. Und ich denke, dieses habe ich schon mal erzählt, ist auch ein bisschen nervig. Aber bei diesem Salat speziell ist auch wichtig, in welcher Reihenfolge ihr die Dinge in die Schüssel tut, da sich bestimmte Komponenten in diesem Salat ganz gut verbinden und beeinflussen. Und darum gebe ich jetzt erstmal Olivenöl in meine Schüssel. Und ihr ahnt es vielleicht bereits, die Zwiebeln, die ich gerade geschält habe, kommen als nächstes rein. Dann geben die nämlich schön ihr Aroma erstmal an das Öl ab. So, denn Fett und die so Gewächse, aromatische Gewächse wie Zwiebeln und Knoblauch, die vertragen sich gut. Die Aromen sind fettlöslich vom Zwiebeln und dann haben wir hier schon mal eine gute Basis. Und als nächstes tue ich immer rein den Schafskäse. Ihr könnt natürlich auch hier diese interessanten Hilfskonstrukte wie weißen Käse kaufen. Ist immer schon ein gutes Zeichen, wenn da so Hilfsbezeichnungen sind wie weißer Käse, dann ist das meistens nicht, auf jeden Fall nicht das Original. Das hat ja dann mit diesen geschützten regionalen Bezeichnungen zu tun oft. Das muss nicht heißen, dass das was Schlechtes ist. Manchmal ist es dann halt so ein ganz gruseliges synthetisches Produkt, aber in vielen Fällen hier bei dem Feta-Käse ist es halt, dass dieser Salat oder weiße Käse aus Kuhmilch produziert wird und der Original-Feta aus Schafsmilch. Und ich habe jetzt hier mal den Original-Käse gekauft, sonst nehme ich aber auch ganz oft, ist auch eine Preisfrage, den aus Kuhmilch, der schmeckt auch gut. Und diesen hier wollte ich jetzt mal zur Feier des Tages nehmen. Der ist dann eben noch mal würziger. So, ich schneide hier schöne Würfelchen. Ihr könnt den, wenn ihr im Zeitdruck, unter Zeitdruck seid, das auch einfach zerbröseln. Dann habt ihr auch unterschiedlich große Stückchen. Das ist bei einem Salat ja manchmal ganz schön, wenn man da verschiedene Größen von Gemüse und anderen Zutaten hat.
aber auch so eine geometrisch schöne Form ist ja ganz ansprechend. Je nachdem, was ihr gerne mögt, was euch besser gefällt. So, als nächstes mache ich noch, ich habe hier ein bisschen Fladenbrot gekauft, das in den Ofen gegeben. Und dabei kann ich die Gelegenheit nutzen und eine weitere Zutat ein bisschen verfeinern. Ich habe hier nämlich schwarze Oliven, die Hardcore-Olivenfreunde würden sagen, am besten mit Stein, aber in einem Salat finde ich es ein bisschen kompliziert, dann da immer um die Steine rum zu essen. Darum habe ich jetzt hier entsteinte genommen. Und um das Aroma ein bisschen aufzubohren und zu verstärken, werde ich die jetzt hier in eine kleine Auflaufform geben. So etwa eine Handvoll. Kommt natürlich immer darauf an, wie viel Salat ihr machen wollt. Aber bei Salat muss man ja echt nichts mit der Grammwaage abwiegen, mit der Briefwaage. Denn das ist eigentlich immer alles gut. Und je nachdem, wie gern ihr Oliven mögt, könnt ihr natürlich auch mehr oder weniger nehmen. So, und die stelle ich jetzt hier zu dem Brot kurz in den Ofen. Dann verlieren sie ein bisschen was von der Feuchtigkeit und das ganze Aroma ist dann konzentrierter. So, jetzt kommen hier die Hauptakteure noch mit ins Spiel. Das ist einmal Salatgurke, ganz normale. Die werde ich jetzt hier vierteln, also der Länge nach vierteln. Und so ein bisschen das Kerngehäuse rausschneiden, ist eigentlich ja mehr eine kosmetische Sache. Also Schlechtes ist da nicht dran, aber es verwässert halt den Salat schnell, wenn ihr da kein Problem mit habt oder eben auch jetzt hier nicht groß am Schneidebrett rum zelebrieren wollt, dann lasst ihr die Kerne drin. Aber wir wollen jetzt hier, wir machen ja Podcast, dann soll das ja alles etwas schöner werden. Und darum nehme ich mir die Zeit, sonst wird die Sendung ja gleich schon um. Ist sie zwar so oder so auch, aber müssen ja nicht immer halbe Stunden Sendungen sein. Hauptsache, es gibt was Neues, nicht? So, ich glaube, jetzt nehme ich mir die Schüssel doch mal rüber. Denn ein Stück fällt dann doch immer runter, wenn ich hier so um die Ecke das Ganze buxiere. So, und dann nehmt ihr die besten Tomaten, die ihr kriegen könnt, und schneidet die in etwa auch in die Größe wie die Gurken. Auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier, weil sich das gerade anbot, habe ich das Kerngehäuse mal ein bisschen rausgenommen. Viele mögen ja auch dieses Glitschige nicht bei den Tomaten. Höre ich jetzt öfter. Und es hängt natürlich auch sehr von den Tomaten ab. Wenn ihr jetzt eine Fleischtomate habt, da ist jetzt nicht so viel Tomatenplasma drin. Die sind ja dann mit mehr Fruchtfleisch. Und wenn ihr jetzt andere Sorten habt, da sind zum Teil dann eben sehr viele Kerne drin. Aber essen kann man das so oder so, ist auch nichts Giftiges dran. Nur, wie gesagt, ich habe öfter jetzt schon gehört, dass einige das nicht mögen. Und wenn ich das weiß und ich für die koche, dann lasse ich entweder Tomaten weg oder bereite sie entsprechend zu. So, jetzt habe ich hier zwei Tomaten und mein Schüsselchen ist schon voll. Das ist natürlich, wenn ihr da keine Blattsalate reintut, auch was man am nächsten Tag nochmal essen kann. Die Gurke und die Tomate ist ja nichts, was jetzt so schnell zusammenfällt. Bei Blattsalaten jetzt wie Romana oder teilweise auch Eisberg, obwohl der etwas robuster ist, da ist der Salat am nächsten Tag schon ein bisschen laff. Aber so kann man den Salat eigentlich ganz gut auch in den Kühlschrank tun und am nächsten Tag nochmal servieren, ohne dass das jetzt irgendwas irgendwie eklig wäre oder so. Und das reicht mir auch. Das sind bestimmt 2 bis 3 Portionen, was ich jetzt habe. Darum, ich habe hier zwar noch mehr Tomaten liegen, aber da mache ich mir dann lieber was anderes draus. Und
werde jetzt hier noch schnell die Oliven aus dem Ofen nehmen. Denke, das Brot müsste jetzt auch schon schön knusprig sein. Und dann schmecken wir das Ganze ab. Hier gerade mal noch ein Handtuch besorgen. So. Weil ich mir doch öfter mal die Hände wasche, was ja bei der Zubereitung von Lebensmitteln ganz gut ankommt. So, jetzt hier erstmal ein bisschen Pfeffer rein. Das kommt auf jeden Fall. So. Dass da ein paar Sprenkel drin sind. So, und jetzt den Ofen aus. Lassen wir sie hier noch ein bisschen abkühlen. Die Oliven. Man kann sie durchaus auch noch kleiner schneiden. Aber so im Ganzen machen sie natürlich auch mehr her. Das heißt, es stimmt nicht. So kleine Olivenringe sind ja auch hübsch, aber ist halt Geschmackssache. Und auch wieder eine Frage, wie viel man da jetzt dran rumlaborieren möchte oder ob man dann doch lieber gerne was essen möchte. Jetzt knipse ich mir hier noch ein paar Stiele Blattpetersilie ab. Habe ich jetzt extra eben noch vom Balkon geholt. Hier eine sehr schöne Pflanze. Also auch eine vom Gärtner, nicht so eine, die sofort nach 3 Tagen wieder die Flügel lang macht. So, und dann werde ich das aber jetzt nicht zerhacken, sondern hier nur die Blättchen abzupfen. So, dann hat man so kleine Aromabomben da drin. Und auch optisch ist es ganz schick so. So, dann haben wir's. Dann vermenge ich das Ganze und serviere das mit dem Brot auf einem Salattellerchen. Und dann haben wir's schon wieder. Ihr könnt mir übrigens auch gerne Feedback geben. Entweder auf Facebook, da habe ich die Seite Hobbykoch Podcast, oder auf Twitter. Da habe ich schon ganz viele Leute, die mir Feedback geben, aber das ist natürlich immer gut und da gibt es eigentlich nie zu viel. Da bin ich @hobbykochpod. Ihr könnt auch Kommentare im Blog unter den jeweiligen Sendungen schreiben auf www.hobbykoch-podcast.de. Aber wie gesagt, meldet euch, ihr könnt auch Themenwünsche mal äußern. Manchmal frage ich auf Twitter zumindest auch mal, ob da jemand einen Wunsch oder eine Idee hat. Ansonsten, kurze Folge, bleibt mir nichts anderes als zu sagen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und hier, das mit dem Ausprobieren und Nachmachen. Euer Kai, Daniel, du.